Mahlzeit, ihr Hübschen. Ja, heute geht's mal darum, dass ich nicht irgendwas ins Aquarium hinzufüge, sondern dass ich auch mal was entferne. Und das hat einen guten Grund. Ich zeige euch das mal. Ihr könnt euch bestimmt noch an meine Spatifyllum erinnern, die ich hier damals eingepflanzt habe. Das war so ein kleiner Stöpsel, ja, der da im Wasser gestanden hat. So eine Mini-Pflanze, ein Ableger für 1,99 aus dem Baumarkt. Und da ist mittlerweile dieser oben raus wachsende stattliche Strauß von geworden. Der nimmt eklatant viel Masse ein im Becken. Und die Wurzeln sind wahrlich ein Meisterwerk geworden und neben hier allem, was darunter liegt, die komplette Sicht. Und das finde ich nicht mehr so toll, muss ich sagen. Ich mag die Pflanze aber, will sie nicht wegschmeißen. Deswegen bekommt sie einen neuen, schönen Platz bei uns im Hause. Und zwar in diesem Gefäß. Ganz am Anfang wieder ein bisschen Tongranulat, was ihr wahrscheinlich aus euren Büros kennt, wo die ganzen Pflanzen drin gelagert und gehältert sind. Und dann wird das Ganze hier mit Ceramis aufgefüllt. Das Ganze soll weiter als Hydrokultur betrieben werden, das heißt, die wird ordentlich gewässert, die ist das so gewohnt und das ziehe ich jetzt so einfach weiter durch. Ja, jetzt gucken wir mal, wie das ganze Ding so aussieht, wenn ich das hier entferne, was ich alles rausreiße, was klappt und was nicht klappt. Bis gleich. So, los geht's. Ja. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe die Lampe hier verschoben. Ein bisschen. Ich hoffe, dass sie mir nicht runterfällt. Ich habe sie abgedeckt. Mit einem kleinen Handtuch. Und wie ihr seht, das Ding hat ein massives Wurzelwerk. Mit Anhang. Und ich habe einen kleinen Kommentator im Hintergrund. Der Magnus guckt wieder zu, ne? Ich meine, bitte, guckt euch das mal an. Was meint ihr, was das hier alles an Nährstoffen im Wasser gefressen hat? Wahnsinn! Da ist noch eine Garnele drin. Da ist noch eine Garnele drin? Ja. Wo denn? Helf mir mal! Okay, dann siehst du das? Siehst du das rote Ding? Das rote? Das ist nur ein Blatt. Ach. Aber gut, dass du aufgepasst hast mit. So. Und da hinten sehe ich noch was Gutes. Ehrlich? Ja. Ich glaube, das ist vielleicht noch ein Blatt. Okay. Aber gut, dass du darauf hinweist. Dann gucken wir jetzt nochmal, ob wir da nicht noch was drin finden. Ja. So. Weil es könnten ja tatsächlich noch Garnelen hier drin sein, ne? Siehst du eine? Oder kleine Babyfische. Oder Schnecken. Aber nichts drin, oder? Nein. Ne? Was ist das? Auch ein Matscheblatt, ne? Ja. Ja. Ah, gut, dass du so toll aufpasst. Pass mal auf. Jetzt zeigen wir mal, wie wir das Ganze einpflanzen. Ja. Ja. Guck mal durch die Kamera, ob man alles gut sieht. Okay. Bist du jetzt der Kameramann? Ja, ne? Haben Sie ein bisschen gesehen? Haben wir ein bisschen gesehen? Ja. Alles klar. Und ich sehe schon, selbst diese große Vase ist ja fast schon zu groß, zu klein. Ja. Für diese Pflanze, ne? Da brauchen wir ja tatsächlich fast ein eigenes Aquarium für. Ja. Ja. Sollen wir vielleicht was von den Wurzeln abschneiden? Ja. Ja? Alles klar. Dann brauchen wir eine Schere. Okay, hol jetzt. Holst du mir eine Schere? Wo sind sie? In der Küche, in der Schublade, die große am besten. In der Küche? In der Küche, in der Schublade, wo die anderen Scheren drin sind. Mhm. Ist cool, so kleine Helfer dabei zu haben.
Ja, ich glaube auch, die Wurzeln sind echt zu groß. Die können ein bisschen geschnitten werden. Die Wurzeln ja nah. Ja, die ist super. Danke, Magnus. Und bis wo sollen wir schneiden? Ich bin ja Friseur heute. Sollen wir so? Ja? Kann man machen. Ach ja. Oh, guck mal, hier ist noch eine Hydrokyle-Tripatita. Die heben wir auf, ne? Ja. Ja. Die kommt wieder rein, oder? Die tun wir erstmal zur Seite. Die benutzen wir später. Nicht da rein. Ja, tun wir dahin, genau. Immer schön durchs Bild laufen. Jetzt stell dich mal hier hin. Okay. Hier. Und halt die Blume mal fest. Hier. Ja, hier unten festhalten mit beiden Händen. Am besten. Genau. Jetzt tun wir nämlich ein bisschen Sesamöl rein. Sesamöl ist auch so ein, ja, Granulat. Was man gut zum Wässern halten kann. Du musst Pipi? Warte. Alles klar, dann geh du schnell Pipi machen, bevor es in die Buchse geht, ne? So ist das mit Kindern. Daneben vor allem. Ja, ich weiß, wer hier nachher sauber machen darf. Ich selbst. War auch vielleicht nicht clever, direkt mit dem großen Sack das einfach zu machen, aber naja. Hätte mir auch einfach wie geplant hier in das Ding umfüllen können. Aber nun ja. Ich sehe sogar noch, ich habe hier meine selbstgebastelte Halterung, die gut funktioniert hat, noch dran. Mal gucken, ob wir die noch rauskriegen. Du stehst im Bild. Und sieht das gut aus, Magnus? Ja. Ja, du als professioneller Kameramann? Papa, guck mal, ich sehe das Ja, das habe ich hier überall rumgeschmissen gerade. Ich hab dir hier aber noch. Ja. Und da wird das. Okay. Also, beim besten Willen werde ich das Ding hier nicht ohne Schäden an der Pflanze rauskriegen. Tja, dann darf das mitwachsen. Hab ich mir gerade wehgetan. Hast du? Ja. Warum das denn? Pass mal auf, ich muss aber jetzt hier rein. Ich kann Papa vielleicht ein bisschen besser nachgucken. Filmst du jetzt? Okay. Und film mal hier oben jetzt, dass man das schön sieht. Ich habe dir gezeigt, wie viel da drin ist. Ja. Weil die haben nur ein bisschen gesehen. Ach, die Leute haben nur ein bisschen gesehen. Ja. Also gut, dass du hilfst. Ich wollte den Nerven machen, aber ich sag okay. Tja, guck ich mal, ob ich den Draht hier abgeschnitten kriege. Tada! Und das auch noch, ne? So, dann haben wir zumindest die Dinger da weg. Oh. Die Kamera wackelt gerade ein Ja, nicht bisschen. so wackeln. Du musst hier oben schön filmen, ne? Oh, wollte ja da gucken. Ja. Ja. So. Da Da muss noch ein wollte bisschen ich mehr rein. ja Jetzt tue ich hier noch ein bisschen wieder neues Serum ein bisschen rein, damit ich besser einkippen kann. Super. Und schön auf dem Bildschirm, dass du siehst, was du filmst, okay? Papa, schau mal, geh ich auf, ich muss dir was sagen. Ja, das Okay. machen wir gleich, okay? Aber nicht am Ende. Okay. Da sage ich ihm das nämlich den Leuten. Da sagst du das den Leuten? Ja. Okay. Du magst das, oder? Ja. Ja? Findest du das auch gut, dass Papa so Videos macht? Ja? Und dass du selbst mitmachen darfst? Das findest du auch gut?
ihr Leute, so kriegt man die Kinder heutzutage an die Aquaristik. Ja. Ne? Macht auch Spaß mit den ganzen Aquarien immer, ne? Ja. Ja. So. Hast du auch dein eigenes Aquarium? Ja. Ja. Weißt du, wo? Und die sind oben. Die sind oben? Und ich muss gucken, wo du hinfilmst, ne? Okay, dann komm mal hier hin, stell dich mal da hin. Und dann erzähl mal den Leuten, was du gern noch sagen wolltest. Ich kann auch noch zaubern. Du kannst zaubern? Ja. Ja, was kannst du denn zaubern? Alles. Alles? Ja. Erstmal haben wir hier eine schöne Pflanze gezaubert, ne? Ja. Ja. So kann das bleiben und wurzeln. Ich zauber so, dass ich unsichtbare Dinos habe. Denn die weißen Dinos habe ich so. Unsichtbare Dinos siehst? Ja, die sind. Wow. Okay. Cool. Da ist die Alexa angegangen. Ja. Tja, manchmal passiert auch sowas. Ja. Aber das ist ja nicht so. Genau. So, meine Hübschen. Dieses improvisierte Video gefällt euch hoffentlich. So läuft es halt manchmal, ne? Bis dahin.